Hallo, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Wir machen heute etwas, was ich persönlich schon super lange machen wollte. Und zwar tauschen wir unsere Make-up-Routinen. Für mich wird es interessanter als für dich. Ja, ich habe viele, viele Produkte in dieser kleinen Tüte-Tasche. Ja, stimmt, weil ich habe nur... Ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe einen kleinen Primer dabei. Oh, jetzt muss ich erstmal den Primer suchen. Okay, Achtung. Ah, ich brauche noch meinen Haarreifen. Meinen wunderschönen. Das möchtest du gerne haben. Bin ich hübsch oder bin ich hübsch? Du bist sehr hübsch. Ja. Teuer oder sehr teuer? Den besseren. Ich habe dann zwei für dich. Einmal Fenty Beauty. Mhm. Und den Guerlain Meteorite Face Primer. Der steht hier immer, weil ich den immer ganz gerne drüber auftrage. Also zuerst den. Mhm. Und dann den. Professional von Benefit Pearl Primer, den wollte ich tatsächlich mal wieder ausprobieren. Den habe ich, glaube ich, einmal bei dir ausprobiert. Ja, du fandest ihn super. Wow, jetzt bin ich schön rot. Wie immer. Aber meine Poren sehen kleiner aus und es hat so einen leichten Sheen. So seidig, wenn man das aufträgt. Yes. Ich liebe ihn. Wir machen jetzt weiter mit Foundation. Und ich habe die NYX Drop Foundation. Okay, und ich habe die Too Faced Born This Way Foundation. Die habe ich momentan voll gerne, gerade in Videos und so, weil die voll schön aussieht. Und ich habe sie gerne, weil es sehr warm ist und die relativ leicht ja, ist. Ja, das stimmt. Wir haben gerade festgestellt, dass wir Pinsel nicht getauscht haben. Das nimmt ja alles weg. Schrecklich, dieser Beauty Blender. Ich vermisse meinen Beauty Blender gerade. Das macht voll die Flecken. Das macht keine Flecken. Dann kann ich es einfach nicht. Es fängt schon gut an. Wir sind nur am Meckern. Samstagmorgen. Ja, wir sind extra früh aufgestanden. Also falls wir so ein bisschen müde aussehen oder wirken. Wir sind's. Mehr würde ich jetzt nicht benutzen für den Alltag. Schwitzt man ja total. So, Concealer. Concealer. Oh Gott, ich habe schon Angst, was du mir gibst. Ich hoffe, was gut. Oh Gott sei Dank. Ich liebe ihn. Halleluja. Ich habe ihn tatsächlich nicht. Hm? Ich habe einen anderen, weil ich den für den Alltag öfter benutze, aber der wird dir auch gefallen. Ah ja, und den wollte ich auch mitnehmen. Ja, guck mal, wir sind da, glaube ich, sehr ähnlich bei Concealer. Also ich habe den Naked Skin Concealer. Und ich den Tarte. Der ist ein bisschen dunkler als die Farbe, die ich sonst benutze, auch ein bisschen wärmer. Du bist ein bisschen wärmer als ich, das ist das einzige Problem, was ich hier sehe. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil der so nach dunkel. Mhm. Ich habe Shape Tape jetzt irgendwie schon länger nicht mehr benutzt, weil ich gerade immer den... Urban Decay Concealer nehme und ich habe Shape Tape so ein bisschen vermisst. Nee, also ich benutze ihn wirklich gern. Und wenn ich was mag, dann bleibe ich dabei. Ich probiere halt so viel Zeug aus, deswegen wechsle ich sehr, sehr oft hin und her. Aber ich habe immer so die Sachen, zu denen ich zurückkomme und das gehört eben da voll dazu. Okay, wie ich sehe, hast du schon mal kein loses Puder oder so für Concealer. Das ist suboptimal, weil den habe ich nämlich auch schon mal benutzt und es hat nie funktioniert. Aber vielleicht funktioniert es jetzt. Das ist von Essence. Unter die Augen, Laura Mercier Setting Puder. Ja. Bestes Leben. Und für den Rest... Urban Decay. Okay, wie geht es jetzt? Oh wow, okay. Oh Gott. Nimmst du diesen Pinsel, gehst da so ein bisschen rein. Make-up 1x1 mit Ellie. Gut. Einmal komplett im Gesicht verteilen. Oh Gott. Wir kommen zu den Lidschatten. Oh, du hast zwei Paletten. Okay, ich habe nur eine. Ich habe dir meine allerliebste Lieblingspalette rausgekramt. Wow. Soft Glam. Zwei Lieblingspaletten für den Alltag. Einmal die hier. Smoky von Zoeva. Ja. Von wem hast du die denn? Von dir. Und die hier. Da haben wir mal zusammengestellt. Das sind Make-up-Geek-Lidschatten. Geh einmal immer erstmal hell übers Auge. Mhm. Und dann so in der Kante. Keine Ahnung, ist das dunkler? In der Kante, okay. Ja. Machen wir so. Wie geht das? Ja. Okay. Also dir würde ich raten zu Burnt Orange. Das ist voll dunkel. Ach, das schaffst du. Okay, ich nehme jetzt mal die Mischung aus den beiden da, die du genannt hast. Nein. Oh ja, gut. Jetzt nimmst du den Ton und gehst ja auch in das, was ich gemacht habe. Außenwinkel oder meinst du einfach Lidfalte? So, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Okay, also hier rein. Genau. Ja, der ist schön. Ich liebe ihn. Siehst du die Farben? Mhm. Ich mische auch manchmal so hin und her. Ja, mache ich auch. Also ich habe jetzt keinen so einen Standard-Look oder sowas. Nö. Von der Technik her ist er meistens gleich bei mir. Okay, ja, das gefällt mir. Das ist doch schon mal gut. Wir werden voll ähnlich aussehen, weil unsere Make-up-Routine gefühlt voll ähnlich sind. Ja, stimmt. Ich wäre jetzt mit in den angegangen. Mhm. Ich würde sagen, du nimmst Rose Pink. Oh Gott. Und machst das aufs Lid. Das komplette Lid? Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Laura kriegt schon Schnappatmung. Das ganze Lid. Mhm. Oh Gott, das hat sehr viel Pigment. Willkommen bei ABH. So? Mhm. Wie so ein Anfänger. Leute, so richtig. Also, den benutze ich gern und den.
So okay. Eine Mischung aus denen einfach hier nochmal. Einfach einmal komplett alle durch. Außen dann? Ja, ein bisschen, dass es ein bisschen tiefer wird. Also ich würde jetzt eigentlich nur nochmal in diesen Dusty Rose gehen. Einfach noch so ein bisschen drüber nochmal. So ein bisschen das, was ich jetzt auch machen werde. Ja, eben. Was du jetzt noch brauchst, ist die gleiche Farbe. So ein bisschen am unteren Wimpernkranz. Ja, oh, dieses lila-rot. Burgundy-Ding. Okay. Mhm. Und lass vorne ein bisschen frei. Mhm. Also nur so bis zur Mitte. Ich glaube, mein Concealer creased schon wie scheiße, weil ich dieses komische Puder drüber gesetzt habe. Nee, ich bin auch nicht so zufrieden damit. Aber ich gehe danach meistens einfach ein bisschen über das ganze Gesicht damit. Fehlt jetzt hier irgendwas noch? Ja. Ja? Was? Weißt du, dass ich jetzt momentan gerne diesen gelben Ton benutze? Oh, ja? Da vorne rein. Okay, ich würde bei dir sagen, so eine Mischung aus den beiden hier. Mhm. Da kannst du ein bisschen vorne reinsetzen. Ich zeig auch mal. Ja. Hier, die einzige Farbe in dieser Palette. Also wirklich kräftige Farbe. Und die hier so drunter, meinst du? Ja, genau, so ein bisschen Innenwinkel. Oh, du siehst ganz hübsch aus. So ungefähr, bist du damit zufrieden? Ja. Warst du das dann für Lidschatten? Ja, ich find's schön. Ja. Also rosaner als du machst wahrscheinlich. Ja. Aber ich find's hübsch. Hast du schon gemerkt, wir haben beide nichts unter der Augenbraue gemacht? Ich mach das voll selten. Ich vergesse das auch ganz oft. Und wenn ich dann den Highlighter in der Hand habe, dann denke ich, oh, kann man ein bisschen was unter die Augen machen. Jedes Mal. Voll vergessen so. Okay, hast du Eyeliner? Nee. Nein? Mm-mm. Ich habe Eyeliner. Toll. Aber du musst ihn auch nicht benutzen, weil ich ihn nicht immer benutze. Aber es ist der hier. Aber wie gesagt, ich mache nicht immer Eyeliner. Deswegen, weil du keinen hast, können wir den auch auslassen eigentlich. Glück gehabt. Mascara. Mascara. Bin gespannt, was du mir gebracht hast. Ja, du weißt ganz genau. Ich schwanke zwischen zwei. Ja, okay, ja. Die ist sehr, sehr gut. Ja. Too Faced. Das ist die beste Mascara auf Erden. Kann mir jeder sagen, was er will. Also ich habe zwei. Und ich bin mir nicht sicher, welche die gehen soll. Ich hatte zuerst die Perversion Mascara von Urban Decay, die auch sehr schön ist. Die kennst du, glaube ich, auch. Aber ich habe gestern ja ein Video gedreht, wo ich Hassprodukte meiner Zuschauer probiert habe. Und die Mascara fand ich voll geil. Also die hat bei mir voll gut funktioniert. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich sie dir gebe. Das ist nämlich die hier und voll viele hassen die. Die gibt es auch mit gelbem Kopf. Mhm. Die habe ich in gelb. Also das ist diese Miss Manga. Ja, ist okay eigentlich. Für den Alltag vollkommen. Ich gebe sie dir, weil das interessiert mich jetzt, wie die bei dir aussieht. Oh, das hat so einen wackeligen Kopf. Genau. Ich würde sagen, wenn man ganz feine Wimpern hat, ist es schwierig. Ja, aber die Mascara sieht bei dir auch gut aus. Ich spinne nicht, die sieht schön aus. Ich will sagen, ich brauche dringend Augenbrauen. Guck mal meine Augenbrauen an, das ist furchtbar. Ich glaube sogar, dass die Farben hinhauen werden. So, ich habe zwei Sachen dabei. Mhm. Ich habe auch zwei Sachen. Es sieht ekliger aus, als es ist. Ich habe das Ding schon Jahrhunderte, glaube ich. Es ist grün. Ja, es war aber schon vorher so. Das ist Augenbrauengel von Adeco. Okay. Und den kennst du ja. Ja, welche Farbe ist es? Der Schwarz wahrscheinlich, ne? Ja, Black. Kriege ich hin. Und ich habe den hier. ABH. Und zwar in Ebony. Müsste auch gehen. Hast du, glaube ich, auch schon mal ausprobiert. Ja. Und Give Me Brow von Benefit. Bürsten nicht vergessen. Mann. Also deine werden jetzt ein bisschen heller sein und meine ein bisschen dunkler als sonst, aber es ist so gut, dass wir eine ähnliche Haarfarbe haben. Ja, momentan. Jetzt sind wir richtig Twins. Langweilig. Das wird Augenbrauen gehen, ne? Ja. Ich merke davon selten so wirklich einen Unterschied. Ich finde, das machst du sehr schön. Mhm. Sieht gut aus. Jetzt noch Augenbrauen gehen. Das ist Farbe. Mhm. Muss ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Was? No. Ja, das ist aber nicht schlimm, das kriegst du ganz gleich weg. Okay, guck mal, wir sehen jetzt schon viel humaner aus, weil wir Augenbrauen haben. Also vor allen Dingen ich. Du hast ja auch so schon normal schöne Augenbrauen, aber ich nicht. Was? Finde ich schon. Also, hallo? Doch, finde ich schon. Nimm das zurück. Ich habe ein sehr demoliertes Contour-Kit von Anastasia. Und das ist auch mein zweites. Ja, ich nehme da immer diese Farbe hier, die mittlere. Da passiert gar nichts. Wir sind nur meckern. Also ich finde, das ist ein bisschen zu rötlich. Also kaufen würde ich mir das nicht. Das ist ein Blush. Ja, und den mische ich ganz gern mit dem hier ein bisschen. Das ist auch ein Blush, okay. Ja. Ja, dann benutze ich halt keinen Bronzer. Hm. Aber du schon. Toll. Ich habe nämlich hier Hoola Light. Mhm. Das ist so mein Go-To immer Bronzer. Dann kannst du auch draufklatschen, da wird nicht so viel passieren. Ich nehme einfach so einen Riesenpinsel. Okay. Dass er so ein bisschen lebendiger aussieht, weil ich neige dazu, ein bisschen tot auszusehen. Dann Blush. Ja. Okay. Und wie gesagt, da würde ich die zwei hier mischen, wie du magst. Das sind übrigens, ich habe es gar nicht gezeigt, glaube ich, einmal Misslin, von Peach und von NYX. Oh, wow, okay. Die sind beide sehr glitzerig. Das ist so mein Lieblings-Alltagsding. Den habe ich in hier benutzt, der ist schön. Ja, ich benutze ihn ständig von Too Faced. Und die Verpackung ist süß. Ich finde, da braucht man keinen Bronzer mehr. Ich benutze auch nicht immer Bronzer, aber weil ich halt
normalerweise auch super hell bin. Okay, bist du bereit für Highlighter? Mhm. Du auch? Ja, es war voll schwierig für mich, du wirst weil ich immer... Oh mein Gott. Also ich wechsle ständig meine Highlighter hin und her, deswegen habe ich halt nicht so ein Ding, aber jetzt habe ich eins rausgesucht. Was hast du bitte geholt? Nein! Laura! Ja, was? Warum? Ich benutze fast keinen Highlighter und dann nehme ich immer den, da kommt fast nichts raus. Das finde ich super. Dann mache ich ein bisschen auf die Nase und ganz gleich die hier fertig. Okay, dann mache ich es auch so. Ich habe für dich die hier rausgeholt. Oh mein Gott. Die ist wunderschön. Ja, die ist toll, aber so würde ich doch nicht alltagsmäßig rausgehen. Das Ding ist, die hier sind nicht stark, die sind super... Also wenn du wirklich, wenn du drauf machst, ist es echt schön, deswegen nehme ich die halt immer für den Alltag. Guck mal, vergleich mal. Ja, das ist auch nur so ein Puder eigentlich, das ist nicht mal, das schimmert nicht mal. Ja, willst du mich verarschen? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das da, nur dass es das Schöne ist. Also ich würde an deiner Stelle das hier nehmen, vielleicht das ein bisschen reinmischen, einfach so ein bisschen drauf, aber jetzt nicht super viel. Was benutzt du denn? In welche Richtung geht's bei dir? Sag's mir. Mit dem Finger? Ernsthaft? Wow. Ja, mit dem Finger und dann ein bisschen so mit dem Pinsel drüber. Mit welchem Pinsel? Ja, mit dem, den ich finde. Okay. Ich würde dir jetzt einmal den hier geben. Okay, mit dem Finger. Die hintere, ne? Mhm. So in Ordnung? Ja. Noch mehr. Ich liebe Highlighter. Ja, okay. Wow, ich habe ein Trauma, Highlighter mit dem Finger aufzutragen. Puder, Highlighter. Oh, weißt du, wo ich es auch ganz gerne benutze? Oh Gott. Darf ich das machen, bitte? Mhm. Das ist nicht... Das macht voll viel aus. Ja. Ja, weil das ist dann voll, ein anderer Mensch. Ja, hier. Das sieht dann immer so voll fresh aus. Hat Niki Tutorials mal gemacht und seitdem mache ich das. Wenn du mich jetzt schöner findest. Ja, sind die viel schöner als vorher. Okay, Lippen. Ich bin gespannt, was du mir mitgebracht hast. Was ist das mit dem Finger? Wir haben gesagt Alltag. Geil. Ja gut, warum nicht? Also mein Alltagslippenstift ist der hier. Das ist viel zu anstrengend. Wer hat denn Bock da im Alltag da? Ich habe so eine komische Lippenfarbe, die sieht manchmal voll tot aus, deswegen muss ich sowas drauf machen. Aber der ist wirklich wunderschön. Oh mein Gott. Der ist wirklich, wirklich schön. Das ist Softspoken von Nyx. Okay, ja, der ist sehr schön. Ich habe so kleine Lippen, ich brauche keinen Lippenstift. Das lohnt sich nicht mal. Die Arbeit lohnt sich gar nicht. Ich hasse mein Leben. Schrecklich. Hasse Lippenstifte. Aber kannst du mir bitte sagen, wie schön die Farbe ist? Ja, ja. Die ist wirklich wunderschön für den Alltag. Also kannst du damit leben? Ja, doch. Sieht nicht schlecht aus. Also ich habe sogar Setting Spray rausgesucht, aber ich benutze halt eigentlich... Ah, fuck, ich habe meins vergessen. Aber ich benutze was, auch... Was? Das von Miss Lynn. Das von Miss Lynn? Okay, das habe ich, glaube ich, nicht hier. Aber ist nicht aber schlimm. Ist eigentlich egal. Ich benutze auch das von Nyx. Ich habe eins von Nyx und eins von Miss Lynn. Ich habe das von Urban Decay. Mhm, aber ich benutze halt da auch einfach immer irgendwie, was ich gerade finde. Hier, ja, ich gebe dir das jetzt noch zweites. Das ist so schön erfrischend. Okay. Ich finde, wir sehen einfach aus wie immer. Wow. Also du bist ein bisschen rosaner halt als sonst. Aber ich finde, es steht dir. Ja, sieht jetzt nicht schlecht aus. Nö. Und ich bin halt so ein bisschen durcheinander. Durcheinander? Ich finde, ich bin ein bisschen durcheinander. Mit dem Gelb da und dann dieses... Wir sind fertig. Yes, das sind unsere fertigen Looks. Also ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob es euch gefallen hat. Mhm. Ich finde, ob wir gut aussehen. Ob man so rausgehen kann. Kann man so rausgehen? Bitte schreibt es in die Kommentare. Hier findet ihr unser letztes Video. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Da würden wir uns auch sehr freuen. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Sehr. Mhm. Und auch über ein Abo, falls ihr noch nicht Abonnent von unserem Kanal seid. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.